Ole und Weibfraus Juhe, liebe Kind, willkommen zu Radio Waldrand, einem Podcast Nummer 5, wo es jetzt nur noch jede dritte Woche neu gibt. Weil ich habe mit den Jakobellen so viel zu tun, da ja, Kinder. Wir feiern 20 Jahre Jubiläum. Wow. Das heisst, uns gibt es 20 Jahre. Wow, wie geht es 20 Jahre? Ihr seid auch echt alte Krankenfänge. Ja, und dazu kommt, ich erzähle und singe jetzt mit dem Wiesel Geschichte vom Feldtauschknusch. Vielleicht hast du schon mal gehört von dem. Die Geschichte erzähle ich auf so Bühnen in der Schweiz, wo ja ihr zwei dann auch vorkommt. Ja, ich komme auch vor. Aber auch der Dach Sadalberg kommt im Feldtauschknusch vor, der Specht, der Muskelkater und der Oberjägermeister Brünzli. Und dann machen wir so Vorstellungen auf so kleinen Bühnen, wo ich die Geschichte erzähle, mit dem Wiesel zusammen Musik mache und so. Wir kommen überall an, um die Geschichte zu erzählen. Ja, und die sollte eben langsam mal ein bisschen vorbereiten und so. Und darum gibt es Radio Waldrand nur noch jede dritte Woche im Moment. Aber immerhin, sage ich mir. Ja. Oder anders gesagt, darum, weil du langsam alt und schlapp bist. Oh mein Gott, Seichhörnli, chill's mal, easy bleiben. Das sagt man nicht, wenn jemand schlapp ist und nicht mehr so mag, weil er halt langsam alt ist, dass er alt und schlapp ist. Das könnte der dann traurig machen, gell, Marius? Aha. Das würde denn der, der das gesagt überkommt, traurig machen, wenn du weißt, aber was schon ich noch meine. Sicher. Danke, Tofuchs. Aber der das gesagt bekommen hat, ist darum nicht traurig, weil die das gesagt hat, Seichhörnli ist, der immer Seich macht und ein Maul hat wie ein Fisch. Also was habe ich? Ein Maul wie ein Fisch? Wieso habe ich ein Maul wie ein Fisch? Ja, man kann einen Fisch nicht heben, so wie du dein Maul nicht kannst heben. Bang! Bang! Aber so Sprüche checken nur die, die ein bisschen helles Licht sind am Rebenlicht und so. Also Fisch, helles Licht, also ich komme nicht mehr drauf. Ja, ist klar. Seichhörnli, es ist alles gut, alles gut. Ist doch alles gut. Liebe Kind, mit mir da ist, wie ihr gehört habt, wieder der Tofuchs. Ja, die Schirio-Kinder. Und Seichhörnli. Hallo, Veluk. Und der Dachs Adalbert ist immer noch in der Winterruhe. Neben dem Ofen hier im Jägerhaus und dösen vor sich an. Und, hört mal. Also, Marius, ja, was? Man hört nur das Schnarchen vom Dach Sadalbert und sonst fast nichts. Ja, normalerweise sind ja die Musikjäger von Marius und die Jagdkapelle in den Jägerhütten. Denn jassen, machen Eili mit Weili und vor allem mega laut Musik. Da hast du keinen Podcast. Marius, sorry, mir sagt Podcast, nicht Podcast. Oh, sorry, aber ich halte das nicht aus, wenn man Englisch nicht stylisch redet. Da hast du keinen Podcast für euch Kinder aufnehmen. Außer eben heute am Donnerstag. Darf ich erzählen, warum am Donnerstag? Ja. Also gut. Außer am Donnerstag, weil am Donnerstag machen die Jäger von der Jägerkapelle immer ein Suhlreisli. Obwohl sie gar nicht mehr in die Suhl gehen. Aber sie tun gerne zu trinken, wo süß ist und wo man sonst nicht darf trinken von Mami und Papi aus in den Rucksack. Ja, also heute eben am Donnerstag sind sie auf Rohrsach auf Suhlreis und wollen auf den Bodensee gutes Lied suhlen. Und wenn der See nicht eingefroren ist, dann gehen sie halt gut Pedalo fahren. Und wenn Pedalos drin ist, also sind, weil es Winter sei, dann gehen sie halt gut fissen.
wie sie so groß ist. Sagt die, die ein Maul hat wie ein Fisch. Oh, da, die Mann, ja. Nicht so laut sein, Körnli, Mann. Du weckst den Dachs Adalbert auf. Ja, sorry. Aber gerade letztens hat der Becher Küssler, der Bassgitarrenspieler von der Jakabelle am Thornberg gesagt, er täge Fisseln und soll wieder mal draussen. Und jetzt essen die Fisseln. Ja, so ja, es ist jetzt dann auch mal gut mit dem Thema Fisch, Seichörnli und du weckst den Dachs Adalbert auf. Aber wissen ihr Kinder, was ist los? Wie man den Dachs Adalbert nur ein ganzes bisschen kröselt, dann sagt er im Schlaf komische Sachen. Was ich sage, Seichörnli muss sicher nicht. Seichörnli sitzt. Super, Seichörnli. Jetzt hat der Dachs Adalbert wieder Albträume, weil du ihn geweckt hast. Echt. Seichörnli, du bist echt voll cringe. Hey. Du weißt ganz genau, dass der Adalbert eh schon Angst hat, zum allein in seiner Höhle schlafen. Da musst du nicht noch auch noch Nerven und den aufwecken, dass er schlechte Träume überkommt. Hashtag Mitgefühl. Ja, kennst du, Mann? Ist ja gut, ich habe es verstanden. Aber, also, ja und? Ich finde es eh fies, dass der Adalbert in der Jägerhütte darf schlafen und ich nicht. Ich will auch mal in der Jägerhütte schlafen, wenn es Winter ist. Oh, Seichörnli, du weißt ganz genau, dass der Dachs Adalbert Angst hat, um allein in seiner Höhle die Winterruhe zu machen. Und dass er nicht einschlafen kann vor lauter Angst. Ja, und immer auf die kleinen Tiere. Ich bin ein Fluchttier. Ich habe auch Angst. Mich fressen normale Füchse. Sorry, was meinst du mit normalen Füchse? Also, so Fuchs, wir wissen alle, dass du ein vegetarischer Zürcher Stadtfuchs bist und kein Fisch und kein Fleisch essest. Das würde ja Wurstfuchs heissen. Wurstfuchs. Oh, nicht Tofuchs. Und mich fressen Wiesel, Marder, Muskelkäter und so andere Katzen, Wölfe und so. Ich bin immer auf der Flucht. Allein. Im Wald. In der Nacht, wenn die Hühner kommen. Ich habe auch Angst. Ich will darum in der Jägerhütte schlafen. Ja. Und ich bin ein Raubtier und habe immer ein bisschen Angst. Ja, super. Dir frisst niemand auf. Wir haben in deinem Wald keine Luchs, keine Wölfe. Die würden dich fressen, aber... Ja. Und der Brünzli? Ah, ja, beim Oberjägermeister Brünzli weiss man nie, wenn der wieder einmal mit seiner Flinte unterwegs ist auf Fuchsjagd. Meinst du, ich will ein Loch in mein stylischen Fell? Aber ich schlafe auch allein. Obwohl ich immer Angst muss haben. Ich wickle mich aber in meinen krassen, buschigen Schwanz ein, wenn ich kalt habe. Also mein Schwanz ist bussiger und länger. Nein, mein... Guguseli, hallo! Wir versuchen hier einen Podcast zu machen und bei euch Tieren geht es immer nur darum, wer den länger Schwanz hat. Am Dachs Adalbert, sein Schwänzli ist kürzer als das von einem Schöfli. Der kann sich nicht im warmen Schwanz wie ihr einwickeln. Und jetzt fertig, darum schlaft er da. Ja, okay. Ja. Lasse Kind. Ich habe so viel Freude, weil ich sehr viele Mails und so von euch bekomme mit vielen guten, wirklich wichtigen Fragen drin. Und eine davon hören wir jetzt. Was? 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 Kinderfrage. Die heutige Frage kommt vom Telmo. Er ist 5 und kommt aus Bad Ragaz. Er schreibt, er sei viel im Wald unterwegs und sieht immer wieder mal Wolfsspuren. Und seine Frage ist... Wow, Telmo, Wolfsspuren, genau. So krass.
Wölf. Wölf sind auch nur Hunde wie ich. Aber die haben niemals so ein nice Fähli wie ich. Weißt, so ein Rot. Und hast du den Schwanz gesehen von denen? Ich meine, sorry, ein dünnes Bässeli ist das. Keine Ahnung von einem guten Pilz in die Wölfe. Ja, also Tofuchs, es geht jetzt nicht um Kleidung. Könnte ich mal die Frage von Telmo erzählen? Ja, okay, ich finde halt, ein Style ist ein Fell schon noch wichtig. Auf alle Fälle will der Telmo wissen, ob wir vor Wölfen Angst sollen haben. Danke, Telmo, für die Frage. Und ich habe auch mal nachgeschaut, es hat bei dir in der Umgebung wirklich auch schon ein paar Wölfe gehabt, die durchgeschlichen sind. Durchgelatscht. Ich meine, bei diesen Riesenflossen von diesen Wölfen. Also Tofuchs, du bist ja einfach nur eifersüchtig auf den Wolf. Weil der wie du zu den Hunden gehört und weil von dir niemand Angst hat. Und vor dem Wolf haben auch viel Angst. Zum Beispiel ich. Also ich finde Leute und dir cool und haben die lieber, wo man keine Angst muss haben vorne. Also nur zum Sagen, ich habe dich also lieber. Nö, also auf alle Fälle könnte es tatsächlich sein, dass du die Spur von einem Wolf gesehen hast, Telmo. Das sind wie Hundespuren, aber viel grösser. Der Tofuchs oder ein anderer Fuchs hat zum Beispiel so einen langen und breiten Fußabdruck, wie wenn du deine zwei Däume so nebeneinander hebst. Und dann so gross ist es. Und dann hat es ja immer ein dickes Stück in der Mitte. Weißt du, und die vier kleinen Zechen rundherum. Und bei jedem Zechen hat es noch ein Krallenlöchli. Und wenn es kein Krallenlöchli hat, ist es eine Katze. Weil die können ja Krallen einziehen, das können die Hunde nicht. Also auch die Wölfe und die Füchse können das nicht. Weil Wölfe und Füchse sind ja auch Hunde. Ja, also Krallen einziehen ist überbewertet. Das muss man voll nicht können, finde ich. Und wenn die Spur grösser ist als deine Faust und es kein Krallenlöchli hat, dann ist es wahrscheinlich ein Luchs. Also vier Zechen, ein Handbalken, also das dicke Stück, wo die vier Zechen aussen rum sind, mit Krallenlöchli sind Hunde. Beim Fuchs sind die vorderen zwei Zechen viel weiter von den hinteren zwei Zechen weg. Und das ist nur beim Alarm, Fuchs so. Alarm! Achtung, ja, okay. Marius, es wird wieder extrem kompliziert und langweilig. Das finde ich nicht. Also du bist ein rechter Checker mit so Spurenzeug, Marius. Hä? Es heisst auch Marius und die Jagdkapelle und nicht Marius und seine Feenfreundinnen. Ich komme sicher daraus mit allem vom Wald. Weißt du, so Musikjäger und so, weißt du ja. Also, Telmo, ob wir Angst vor einem Wolf haben sollen? Nein, müssen wir nicht, finde ich. Also, wir können schon Angst haben. Aber wenn wir Angst haben vor einem Wolf, dann hat das etwas mit uns Menschen und nicht mit dem Wolf zu tun. Weil wir Menschen gehören voll nicht zu der Beute vom Wolf. In der Schweiz kann man nicht wirklich beweisen, dass jemals ein normaler, wilder Wolf einen Mensch angegriffen hat. Also, das ist natürlich auch so, weil die Menschen den Wolf in der Schweiz vor langer Zeit ausgerottet und vertrieben haben. Also, ausgerottet heisst, dass sie vor langer Zeit alle Wölfe getötet haben, die frei in der Schweiz gelebt haben. Und jetzt hat es eben wieder Wölfe. Und ich finde, die gehören zu der Schweiz wie ein Tra-Tra-Tralala zum Kasperletheater. Die Wölfe sind schon lang, bevor die Menschen da waren, sind in der Schweiz gewesen. Und manchmal, ja, sind Wölfe krank, haben zum Beispiel Tollwut, so heisst die Krankheit. Dann können sie auch gefährlich werden für den Menschen. Ja, dann gehen sie voll crazy und wissen nicht mehr genau, was sie machen. Das kann uns viel passieren. Ja, genau. Dann könnte es gefährlich werden, weil wegen dieser Tollwut-Krankheit die Wölfe ein bisschen komisch im Kopf werden. Oder wenn man die Wölfe füttert. Das ist auch gefährlich. Dann haben die Wölfe das Gefühl, dass der Mensch, der den Wolf futtert, etwas mit seinem Fressen zu tun hat. Und das kann gefährlich werden. Oder wenn der Wolf nichts zu fressen findet, weil es kein Reh und Gems und so rum hat. Vielleicht, weil die Menschen die aus dem Revier vom Wolf rausgejagt haben, also auch geschossen haben, bis es keine mehr hat. Dann könnte es sein, dass er vor lauter Hunger gefährlich wird.
Aber das passiert, wie gesagt, sehr, sehr, sehr selten. Die Wölfe hauen ab, wenn sie Menschen schmecken. Mhm. Und die können sehr gut schmecken. Sorry, aber ich finde, Wölfe schmecken voll nicht gut. Ich finde, die müffeln voll. Ja, ich meine, dass die gut können schmecken mit der Nase, riechen. Oh. Genau. Aber es gibt viele Leute, die haben Angst vor den Wölfen und wollen nicht, dass die Wölfe bei uns leben, weil sie halt eben Angst haben vor dem Wolf. Und weil Wölfe auch schon Geissen oder Schafe von Bauern gefressen oder getötet haben. Gerissen, sagt man dem. Aber wenn man zum Beispiel einen Herdenhund hat, der die Schafherde bewacht, dann greift er eigentlich die Schafe nicht an, weil der hat Angst vor dem Herdenhund. Oder wenn es wie früher einen Schäfer hat. Oder kennst du den Geissenpeter aus der Heidi-Geschichte? Ja, genau, der Geissenpeter. Ja. Früher war es einfach selbstverständlich, dass ein Mensch die Geissen und Schafherde bewacht hat. Aha. Weil so kein Wolf einem Schäfli etwas antun hat, weil der Wolf ja Angst hat vor uns Menschen. Also, wenn ein Wolf Hunger hat, weil er keine Rehme findet, und dann auf eine Schafherde ohne Herdenhund oder ohne Schäfer oder Schäferin, die die Herde bewacht, kommt, dann ist ja klar, dass er sich ein Schaf schnappt. Ja. Wegen dem ist er nicht schlecht oder bös. Das würde ich auch machen, wenn ich kein Öffli mehr hätte. Dann würde ich auch verfreifen. Ja, super. Super Seichhörnli. Ja, genau. Erzählst du wieder Seichen. Also, wenn man eine Kindsklasse ohne erwachsene Kinder in einer Halle kragelt voll mit feinen Schöckeli, überall Schöckeli, einen ganzen Tag allein spielen lässt, ja, dann sagt man ja diesen Kindern, die sich irgendwann ein Schöckeli genommen und gegessen haben, ja auch nicht, dass sie böse und gemein sind und dass sie darum nie mehr in Kinski dürfen. Ich meine, da müsste man doch schauen, dass ein Kindergärtner rum ist oder ein Erwachsener oder ein Erwachsener rum ist, der schaut, dass die Kinder keine feinen Schnöckeli stibitzen. Also, ist ja gleich. Aber man kann sagen, man muss keine Angst haben vor dem Wolf. Man soll nicht und man muss nicht. Aber ich muss Angst haben. Was? Ja, ich brauche Angst, ja. Echt? Ohne Angst wäre ich nicht vorsichtig. Und ich bin ein kleines Tier, so ein Eichhörnchen, weiss, was ich meine. Mir sagt Angst immer, wenn es gefährlich wird. Darum lasse ich auf meine Angst. Sie ist wie ein Glöckli im Kopf, das läutet, wenn mein Ohr etwas rasseln hört im Wald. Oder wenn ich sehe, dass sich etwas bewegt, zack, habe ich schnell Angst. Und die macht, dass ich kurz aufhören sehe und aufhören höre. Und die macht, dass ich extrem bereit bin, dass ich gerade auf den Baum raufklettern kann. Weißt, wenn so ein Zocker oder so ein Waldkindergarten oder der Oberjägermeister Brünzli oder ein Wolf kommt. Also meistens ist es Rasseln, aber vom Wind, dann sage ich, danke Angst, aber es ist nichts. Also wir Waldtiere, wir würden ohne Angst in der Natur gar nicht überleben. Ja. Ja, stimmt. Ja. Und wenn mehr Leute auf ihr Glöckchen im Kopf, also die Angst, würden hören, wie ihr Waldtier das macht, dann würden sie weniger gefährliches Zeug machen und es würden zum Beispiel auch weniger Unfälle passieren. Die Angst darf sich aber nicht zu wichtig nehmen. Weil wenn sie zu gross wird, dann überdeckt sie alles. Und man kann von lauter Angst gar nicht mehr richtig denken oder schlafen oder es richtig machen. Man muss auf die Angst hören, herausfinden, warum man jetzt gerade Angst hatte, und dann kann man sie wieder dort hin tun, wo sie hergekommen ist. Dann braucht man sie nicht mehr die Angst. Also Kind, ich weiss, wir schnurren extrem gerade viel in dem Podcast. Normalerweise schnurren wir nicht so viel, aber jetzt wird es wichtig. Losschlappen, aufstellen und zulassen. Also aufs Glöckli im Kopf hören und merken, warum dass man Angst hat. Und wenn man gemerkt hat, warum dass man Angst hat, dann kann man das Glöckli wieder abschalten, weil sonst wird es zu einem Gebimbel im Kopf. Also Marius, das hast du alles so toll gemacht. Also du könntest auch Kurse geben für Menschen. Weißt du, Marius, so Kurse für Menschen, die barfuß ums Feuer hocken, da mal im Wald und so YouTube-Kanäle haben. Ja. Jetzt müssen wir es auch nicht übertreiben, Tofuchs, aber danke. Also, diesen Kindern, die einmal im Bett Angst haben im Dunkeln, und denen, die zum Beispiel Angst haben im Wald,
auch nicht im Dunkeln, weil ich sage, ihr müsst schnell studieren, warum ihr jetzt Angst habt, warum das euer Angstglöckli im Kopf läutet. Und wenn man dann merkt, dass die Angst ein Fehlalarm war und es gar nichts gibt, wo man Angst hat davor, dann zack, kann man die Angst wieder wegstellen im Kopf. Vielleicht mal schnell Danke sagen der Angst und sie dann gerade wieder vergessen, weil die kommt von allein wieder, wenn dein Körper findet, er müsse wieder Angst haben. Und manchmal ist es eben auch Fehlalarm, wie gesagt. Und manchmal läutet das Angstglöckli auch, obwohl gar nichts ist. Nur weil der Kopf meint, wir müssen Angst haben. Aber zum Beispiel die Dunkelheit und der Wald kann ja nichts dafür, dass man Angst hat. Die sind ja eigentlich nett, aber der Kopf ist manchmal voll mit blöden Bildern, traurigen Erinnerungen und bösem Zeug. Der holt den die Angst viel zu schnell führen. Dann müsst ihr am Kopf helfen und die Angst wieder vertreiben. Dann kann man lächeln und sich selber sagen, die Angst ist nur in meinem Kopf und hat nichts mit der Dunkelheit oder dem Wald zu tun. Weil, wieso soll es im Dunkeln gefährlicher sein als im Hellen? Und im Wald ist es ganz, ganz, ja, ganz sicher viel, viel weniger gefährlich als auf dem Bahnhof, ja, also, oder so. Also Marius, also mir langt's jetzt. Du redest wie so ein Schulsozialarbeiter oder so ein Pfarrer oder so. Du hast noch nie so viel gesnorrt wie in der Radio Waldram Podcast-Sendung Nummer 5. Oh, also ich gang jetzt zur Entspannung ein bisschen am Oberjägermeister Prünzli einen Angst einjagen, weil der immer so böse ist mit allen. Ich rat's einfach ein bisschen an seiner Jägerhütte-Tür mit meinen Krälchen. Und dann meint er, es sei ein Geist oder so etwas. Also Seichörnli anderen Angst einjagen ist zwar sauglatt. Und die Angst, wie man verschreckt, ist auch eine sehr kurze Angst. Und weil wir ja Verschreckjäger sind, sage ich, okay, mindestens beim Oberjägermeister Brünzli ist es okay. Aber eigentlich macht man das nicht, Kind. Ja, Kind. Bevor du gehst, sagen wir aber alle noch schnell Ciao. Achtung, fertig, los. Ciao! Ciao! Hey Marius, was findest du eigentlich cooler, Wolf oder Füchse? Die Sendung ist Ihnen präsentiert worden von Stadtlandkind. Kleider für Kind, aber auch Nuckis für Kind und Pinkli für Kind. Es hat aber nicht nur für Kind, es hat für ganze Familienzeug. Kannst einfach mal googeln und dann sehen, es hat lauter Zeug auf dem Stadtlandkind.ch Dingsdongs. Findest sicher auch ein Blüftierli, das ein Eichhörnli ist. Radio Waldrand. Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt von A bis Z brillant. Radio Waldrand.